Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in Lindell unterwegs und schauen, dass wir hier nicht drauf gehen. Page, der hier auf seiner Flöte spielt. So, das ist aber eine Sackgasse hier ein bisschen. Und hier geht's noch weiter, aber. Hier kommst du nicht hoch, Kollege. Da hinten ist noch ein Hund. Du stehst einfach nur rum und er rennt auf dich zu und beißt immer noch daneben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Magie mehr. Das ist nicht blöd. Sight of Grace, wo ist denn die nächste? Ja, da müssen wir leider durch den Baum jetzt. Was schlecht ist. Weil wir kein Mana mehr haben. Und der Bro ist halt hier, ne? Wir haben, wie gesagt, ohne Mana wird das jetzt ein bisschen schwierig. Können ist Feuer auftragen ein bisschen. Wenn ich das irgendwann finde, okay, haben wir nur das hier. Leider. Das hält jetzt auch nicht lang. Sehr riskant. Das war sehr riskant, weil wenn wir hier gestorben wären jetzt, hätten wir einen Haufen Runen und ein ganzes Level Up verloren und müssten erst wieder hier hinkommen, ohne drauf zu gehen, um sie wiederzuholen. Weil hier ist jetzt erst die nächste Sight of Grace. Junge, Junge, Junge. Immerhin Level Up. Allerdings in was? In Geschick? Naja, in Geschick würde ich mal sagen. Und warten wir darauf, dass Tag ist. Mit der Fürstenrune haben wir, glaube ich, auch 10.000. Oder? Nee, es sind sogar 50.000. Alter, damit kriegen wir noch ein Level Up. Locker. Bisschen über 2.000. Haben wir so einen 2.200er? 2.500, gut.
der Baum hier verschafft einem schon einfach so ein Level-Up, weil man kriegt 10.000 Runen direkt und 50 durch die Fürstenrune, also einfach mal 60.000 für den, der nicht mal eine Boss-Anzeige hat. Lasst uns hier rein. Wir sind so gut wie tot von dem, Alter! Wie er uns in einer Combo fast platt macht. Respekt, Alter, Respekt. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier würde man hier reinkommen. Frag mich, ob sie das im DLC vielleicht freischalten. Das sind halt schon irgendwie so ein paar Bereiche, wo ja theoretisch was sein könnte. Ja, da muss man schnell sein, damit der hier nicht um Hilfe ruft. Ja, der hat uns schon entdeckt, scheinbar. Mit seinem fetten Bogen. Hier gibt es zum Glück noch einen Eingang. Sagen, der Punkt geht an uns. Geht es in die Kanalisation. Ein Teil von Lindell, der nicht gerade schön ist. Ach, hey, sieh mal an, wer hier ist. Der kann jetzt hier hoch. War also nicht unbedingt die beste Idee, hier die Leiter runterzulassen. Aber er kann halt hier nicht weiter. Uff. Okay, er kann hier schon etwas weiter. Oh, er kann hier richtig weiter. Nee, er kann hier nicht richtig weiter. Er hängt hier fest. Glück gehabt, bist du. Das hätte uns jetzt das Leben kosten können. Gut, Side of Grace wäre nicht weit weg gewesen, aber nichtsdestotrotz muss er nicht sein, ne? Aber immerhin gibt es hier eine Side of Grace. Und hier ist Lionel gestorben, offensichtlich. Ne? Wir sollten uns jetzt hier nicht ausrasten, weil der Omen Killer respawnt nämlich dann genau hier. Tja, und damit haben wir ja schon einen guten Teil in Lindell geschafft. Hängen. Okay, hier gar nicht.
für ein Level? 112, okay. Ich dachte, das wäre schon mal mehr gewesen. So, da drin ist ein Ritter. War ein guter Trade-off. Lindell-Ritterrüstung. So, da draußen muss man aufpassen, weil hier ist wieder so ein Tree-Spirit. Werden wir jetzt noch lassen, erstmal, aber wir können ihn schon mal markieren. Gut, das hier ist nur der kleine Teil der Kanalisation. Ah, okay, du bist auch noch hier. Aber hier sind auch noch die hier. Kennen wir schon aus Volcano-Männern. Die werden aktiviert, wenn man hier reinrennt. Dann kommen die hier in dem Gang auf einen zu. Ah ja, und hier ist wieder ein Gargoyle. Zu dem würde man auch von woanders kommen. Hier unten ist was zu holen. Hier. Der Earth Tree. Oder Earth Steel Dagger. Den wir schon haben, glaube ich. Genau, weil einen von denen bekommt man ja bei Kenneth Hyde, wenn man sich noch an, wenn ihr euch an den erinnern könnt. Der Great Kenneth Hyde, der uns versprochen hat, Ritter zu werden, dass er uns in den Ritterstand aufsteigen lässt und es dann nicht getan hat, weil er dann festgestellt hat, ja, warte mal, seine Burg war ja eine Ruine irgendwie und alles hat nichts richtig funktioniert. Und dann ging das halt leider doch nicht. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Gegnern. Mindestens ein Ritter herum, da ist auch schon. Ha! Bloodlust. Ah ja, und da ist eben noch einer. Damit haben wir die hier, glaube ich, alle erledigt. Ja, wir kommen gut voran hier momentan. Vor allem, nachdem wir noch kein einziges Mal hier gestorben sind, was mich sehr überrascht. Ja, das hier sind die Flügel. Die Flügel vom uralten Drachen Grandsax, der einst Lindell angegriffen hat und, naja, offensichtlich nicht überlebt hat. Hat es scheinbar nicht geschafft. So, wir holen uns jetzt mal eine Sight of Grace da oben. Da unten werden wir später auf jeden Fall auch noch weitermachen.
Weil wir haben noch so einiges im Untergrund auch zu tun, was furchtbar werden wird. Das ist die Stelle, hasse ich immer. Gut, man müsste es auch nicht machen, aber egal. Wir müssen halt durch, auch durch die nicht so guten Stellen. Aufpassen. Aber hier, Side of Grace. So. Jetzt setzen wir uns mal hier hin und genau, wir gehen erstmal zurück zur Roundtable Hold. Weil wir schauen, wie weit wir unser Dark Moon Greatsword upgraden können. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mal auf das umswitchen irgendwann. Beziehungsweise schauen, welches besser ist. Oh no. I need to do better than this. This will never kill a god. I can do better than this. It needs to slay a bloody god. Oh, it's you. Don't pay me any mind. It's not important. Just lay out your arms. Ja, das ist. Na, es ist noch nicht auf Maximum, aber fast. Oh ne, wir haben kein 2, ja. Zweier, Dreier brauchen wir, Vierer Hammer, 5 Hammer, 6 Hammer, 7 Hammer. Brauchen wir einen Zweier und dann Dreier. Und wir können hier sicher was abgeben. So, jetzt werden wir halt nicht genügend Runen haben, das sehe ich schon kommen. Okay. Dann können wir jetzt mal schauen. Boah, viel weniger. Wir müssen halt ordentlich wieder in Weisheit reinscalen. Aber es wäre vielleicht auch besser, weil wir sind ja eh. Wir haben ja immer noch unseren Meteorstab und Zauber und alles. Vielleicht wäre es gar nicht mehr so schlecht, das umzuswitchen. Zum Dung-Eater können wir auch mal schauen. Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb. As strange as a defilement, ignorant of your own ignorance, you no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. No. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. Box, yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. T'was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own.
Dung Eater. Den sollen wir... Der ist nicht wirklich hier. Wir müssen ihn finden in der Kanalisation von Lindal, wo er eingesperrt ist. Aber um solche Sachen kümmern wir uns im nächsten Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.